Hallo zusammen. Seid ihr bereit, euch erstaunliche Dinge anzuschauen, die euch im Netz bestimmt noch nie untergekommen sind? Zum Beispiel diese Tastatur hier, die ihr eurer Oma schenken könntet, damit sie nie wieder Probleme mit der Ablesbarkeit der Buchstaben hat. Und wer so einen Knopf hat, braucht vermutlich keine ganze Tastatur. Einen solchen Crashtest habt ihr bestimmt noch nie gesehen. Nur wenige Leute machen sich Gedanken darüber, wie neue Lastwagenmodelle auf Sicherheit getestet werden. So tun es die Experten von Scania. Sie simulieren Unfälle mit Überschlag, lassen die Fahrzeuge mit PKWs kollidieren und auf Hindernisse treffen und führen Tests mit einem Dummy namens Thor in der Kabine durch, der extra dafür konstruiert wurde. Andere Hersteller wiederum ziehen es vor, Crashtests im Freien zu machen. Und diese sehen sogar noch spektakulärer aus als die im geschlossenen Hallen. Ihr werdet nie im Leben erraten, wofür die Frau diese Handtasche benötigt. Ihr braucht es gar nicht erst zu versuchen. Falls ihr es nicht wisst, in der Welt der Fliegen hat der Ausdruck den Kopf verlieren eine wortwörtliche Bedeutung. Diese Insekten können sich nämlich selbst locker den Kopf abreißen, wenn sie sich eine ernsthaftere Kopfverletzung zugezogen haben. Aber damit nicht genug. Sie können in diesem Zustand noch mehrere Tage überleben, da ihr Nerven- und Blutgefäßsystem unabhängig vom Kopf ist. Versteht ihr jetzt, warum diese Lebewesen so schwer loszuwerden sind? Man könnte denken, das hier wäre das Set des Thrillers Schneemann. Doch hierbei handelt es sich nicht um die Spuren eines Verbrechens, sondern um ein ganz normales Naturphänomen namens Blutschnee. Es ist überall dort zu beobachten, wo Altschnee durch Schneealgen während der Schmelzperiode rosarot bis kaminrot färbt, wie etwa im Hochgebirge. Stellt euch vor, ihr kommt zu einer Kunstausstellung und seht das hier. Was wäre eure Reaktion? Das ist eine Installation eines bekannten italienischen Künstlers namens Maurizio Cattelan. Und ja, das Pferd ist echt. Es ist nur einbalsamiert. Cattelan wollte mit seinem Werk dem Betrachter den Zustand der existenziellen Krise und völliger Hilflosigkeit vermitteln. Tja, das scheint ihm gelungen zu sein. Seit es dieses Wunder der Technik gibt, muss man keine Regenwürmer mehr ausgraben, um angeln zu gehen. Man muss einfach Geld in den Automaten einwerfen und den gewünschten Fischköder entnehmen. This is so cool, man. Look how crazy this is. Look at that. Live minnows from a vending machine. It's time to go fishing, man. Das ist eine Segelqualle. Es ist wohl die hübscheste Quallenart der Erde. Diese Meeresbewohner besitzen nicht nur ein wunderschönes Erscheinungsbild, sondern sind auch für den Menschen völlig ungefährlich. Sie sind seltener anzutreffen als ihre stechenden Verwandten. Aber ab und zu werden sie massenweise an die Küste der britischen Inseln gespült, was zahlreiche Touristen anlockt. Während einer Reise durch den russischen Altai kann man auf einen mysteriösen Ort stoßen, der stark an die Szenerie von Mad Max erinnert. Dort liegt inmitten von Bergwiesen ein Schrottplatz. Doch die Fahrzeuge stehen nicht auf dem Boden, sondern auf jeweils mehreren Holzpfählern. Wer könnte auf die Idee kommen, sie dort anzubringen? Die Geschichte dahinter ist folgende. Bei diesem Ort handelt es sich um ein Ferienzentrum, das einem Ex-Militär gehört, der früher sowjetische Autos gesammelt hat. Als der Mann sich überlegt hat, ein eigenes Berggasthaus zu eröffnen, kam ihm in den Sinn, dass er sein altes Hobby und sein Geschäft miteinander verbinden könnte. Und so ist dieser außergewöhnliche Autopark entstanden, der inzwischen Touristen aus dem ganzen Land anlockt. Wir haben nur eine Frage, wieso findet dieses Know-how noch nicht weltweite Anwendung? Es ist doch furchtbar praktisch. Und zwar nicht nur für Fußgänger, sondern auch für Fahrer. Ein solcher Balken ist im Unterschied zu winzigen Zahlen aus großer Entfernung sichtbar. Zudem kann man damit Geld sparen und den Umweltschaden minimieren. Wisst ihr warum? Es ist ganz einfach. Wenn ein Autofahrer genau sieht, wie viel Zeit bleibt, bis die Ampel auf grün umschaltet, tritt er nicht sinnlos aufs Gaspedal und produziert dadurch nicht unnötige Abgase.
Ein Marienkäfer, wenn er einem irgendwo in der Natur begegnet, sieht niedlich aus. Und wie wäre es mit einem ganzen Schwarm davon? Das wirkt schon irgendwie beängstigend. Doch Wissenschaftler meinen, dass man sich von einer Marienkäferinvasion nicht fürchten sollte. Denn nicht nur bei dieser, sondern bei allen Insektenarten kommt es hin und wieder zu einer explosionsartigen Vermehrung. Und ans Meer sind diese Marienkäfer deswegen so zahlreich gekommen, weil dieser Ort sich bestens zur Eiablage eignet. Dasselbe gilt für Baumstümpfe im Wald. Habt ihr jemals eine kinetische Skulptur gesehen? Wenn nicht, dann habt ihr was verpasst, denn so ein Kunstobjekt übt eine unglaublich entspannende Wirkung auf den Betrachter. Guckt selbst! Diese Skulptur von Neil Mendoza ist nur mit einem Motor ausgestattet, der unzählige Glühbirnen und massive Hämmer in ständiger Bewegung hält. Obwohl sie sehr nah beieinander sind, kommen sie niemals miteinander in Berührung. Gibt es unter euch welche, die Bettwäsche und Socken bügeln? Der Grund, warum wir das fragen, ist folgender. Wenn ihr zu den Menschen gehört, denen Falten in der Kleidung nichts ausmachen, dürfte euch diese Extremsportart ziemlich schräg erscheinen. Sie nennt sich Extrembügeln und kann überall praktiziert werden. Am Meeresgrund, beim Fallschirmspringen, beim Surfen und in den Bergen. Und das alles nur, um ein Hemd oder einen Anzug zu glätten. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Da viele das Bügeln für eine langweilige Beschäftigung halten, versuchen Extrembügler, es durch draufgängerische Aktionen zu popularisieren. Was lassen sich Menschen nicht alles einfallen, um ihre iPhones oder andere Apple-Geräte individuell zu gestalten? Dieser Juwelier hat aber das Ganze auf ein neues Level gebracht. Er hat nämlich diese handelsüblichen In-Ear-Kopfhörer von Apple mit 18-karätigem Gold überzogen und auf den Namen AirGold getauft. Bestimmt wurde er nach der Veröffentlichung dieses Videos von Rappern mit Anfragen und Aufträgen überhäuft. Dieser Roboter ist nur knapp über 1,5 Meter groß, aber er würde euch ganz sicher im Badminton schlagen. Alles dank einem einzigartigen System aus Kameras, Bewegungssensoren und einem Navigationsgerät. Solche Maschinen spielen eine wichtige Rolle im Trainingsprozess, da sie es den Sportlern ermöglichen, gezielt bestimmte Aspekte ihrer Technik auszufeilen. Außerdem werden sie nie krank und stehen ihnen jederzeit zur Verfügung. Kumpel, was machst du hier ganz allein? So sehen Schiffe aus, die im Eis gefangen sind. Schade, dass sie sich an Orten befinden, die gar nicht so leicht zu erreichen sind. Wäre es nicht der Fall, würde es dort ganz sicher von Urban Explorern geradezu wimmeln. Ein Luftbefeuchter ist ein nützliches Ding, aber das Problem ist, wenn man sich einen kauft, fühlt man sich 10 Jahre älter. Falls ihr es noch nicht wisst, solche Geräte sind heutzutage in weniger langweiligen Ausführungen erhältlich. So lässt zum Beispiel dieses hier Dampfringe im Takt eines jeden Songs raus. Wusstet ihr, dass es Laufbänder gibt, auf denen gleichzeitig mehrere Sportler trainieren können, beziehungsweise einer, der gerne viel freien Platz um sich herum hat? Darauf kann man aber nicht nur laufen, sondern auch Rollski fahren, wenn keine Piste in der Nähe ist. Normalerweise nervt es, wenn mit den Fingern auf den Tisch getrommelt wird. Doch nicht in diesem Fall. Das ist ein cooles Anti-Stress-Spielzeug. Es folgt eine Zukunftsvorhersage. Ihr werdet gleich Lust bekommen, das nachzumachen, was ihr auf eurem Bildschirm gerade seht. So ungewöhnlich verteilt das drüsige Springkraut seine Samen durch die Gegend. Kein Wunder, dass die Pflanze so weit verbreitet ist.
Das beste Weihnachtsgeschenk für einen Harry Potter-Fan ist so ein schwebender Kugelschreiber in Nimbus 2000-Optik. Wie sehr man sich auch wünscht, dass der Stift wirklich von alleine schweben würde, hat das Ganze mit Magie gar nichts zu tun. Der Levitationseffekt wird durch herkömmliche Magneten erzeugt. Es gibt nichts Nervigeres, als sich mit der linken Hand die Fingernägel der rechten Hand zu schneiden, beziehungsweise umgekehrt, wenn man Linkshänder ist. Das ist wahnsinnig unbequem und langwierig. Aber mit diesem Gerät kann man sich den ganzen Stress ersparen. Und ihr dachtet wohl, unter der Grinch-Maske würde sich Jim Carrey verbergen. Wisst ihr, warum Autoreifen in der Produktion in solche Schläuche verpackt werden? Diese werden in einer der letzten Produktionsschritte zur Erzeugung einer hermetischen abdichtenden Schicht verwendet, um den Druck im Reifeninneren zu messen. Außerdem sind die Teile unersetzbar, wenn es darum geht, einen abgefahrenen Reifen zu reparieren. Es scheint, als ob die besten Entwicklungen im Bereich Verkehrssicherheit aus Asien kommen würden. So ein Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung sollte in möglichst vielen Städten installiert werden, stimmt's? Was macht sie da? Ja, das ist genau das, wonach es aussieht. Kaum zu glauben, dass es eine Augenprothese ist, oder? Das war's für heute, liebe Freunde. Ihr könnt uns gerne einen Daumen hoch geben, wenn ihr heute was Neues gelernt habt. Bis bald!